Herzlich willkommen bei Minimit. Gemeinsam mit der Bezirksrundschau Oberösterreich darf ich Sie heute zum Online-Vortrag mit dem Thema Schlaganfall, ein Notfall, was passiert, was kann ich tun, begrüßen. Als Referenten begrüßen wir heute Herrn Bremar, Privatdozenten Dr. Tim von Oertzen. Er ist Vorstand der Klinik für Neurologie 1 am Kepler Universitätsklinikum in Linz und er referiert wie alle Minimit-Referentinnen und Referenten ehrenamtlich. Ein großes Dankeschön dafür. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle immer an unsere Partner, dem Kepler Universitätsklinikum in Linz, der Österreichischen Gesundheitskasse Oberösterreich und der Volkskreditbank Linz. Ich begrüße Sie zum Minimed Schlaganfall, einen Notfall. Mein Name ist Tim von Oertzen. Ich bin Vorstand der Klinik für Neurologie 1 am Neuromed Campus vom Kepler Universitätsklinikum. Und heute möchte ich Ihnen einen Vortrag halten über den Schlaganfall, was passiert und vor allen Dingen auch, was kann ich tun? Schlaganfall ist eine häufige Erkrankung. Und wenn wir uns überlegen, wie oft das auftritt, dann wissen wir, dass 20.000 Mal im Jahr in Österreich ein Schlaganfall zum ersten Mal einen Mitmenschen trifft. Das heißt, wenn wir das umrechnen, alle 6 Minuten passiert ein Schlaganfall in Österreich. Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache nach Herzinfarkt und Krebserkrankungen. Und es ist der häufigste Grund für eine schwere Behinderung im Erwachsenenalter. Wir sehen also, wir haben es mit einer häufigen, schweren und sehr ernstzunehmenden Erkrankung zu tun. Was kann ich tun? Und ich habe den Vortrag in 3 Bereiche gegliedert. Das erste ist der akute Schlaganfall. Wie erkenne ich einen akuten Schlaganfall? Was kann man dann tun? Wie kann behandelt werden? Was muss ich beachten? Der zweite Abschnitt ist, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Was kann ich tun, um zu verhindern, dass so etwas nochmal auftritt? Und der dritte Abschnitt ist kurz angerissen, Neurorehabilitation. Was kann ich tun, um mich von den Beeinträchtigungen, die ich durch den Schlaganfall erhalten habe, wieder die Funktion herzustellen und mich zu erholen? Fangen wir an mit dem akuten Schlaganfall. Der akute Schlaganfall ist in 80%, also in der Mehrheit der Fälle, ein Zustand, wo eine Arterie im Gehirn verstopft oder die Durchblutung in einem gewissen Areal nicht mehr vonstatten geht. Und wir sehen das hier auf diesem Slide, dass eine kleine Arterie, die hier auch vergrößert dargestellt ist, eine Arterienverkalkung bekommt zum Beispiel und irgendwann nicht mehr genug Blut oder auch gar kein Blut mehr durchgeht. Und der dahinterliegende Bereich ist hier dunkel dargestellt und wird dann nicht mehr vom Blut versorgt. Und was heißt das, wenn es nicht mehr vom Blut versorgt wird? Darauf kommen wir gleich. Die Arterienverkalkung hatte ich erwähnt, die Verdickung und Verhärtung der Gefäßwand, die im Lauf des Lebens, aber auch durch Cholesterin und kalkhaltiges Material erfolgt, führt zu einer Gefäßverengung und zu einem Gefäßverschluss, wie das hier auf dem Slide dargestellt ist. Wenn das Gefäß dann verschlossen ist, dann ist ein Mangel an Blut in dem nachfolgenden Areal. Und das heißt natürlich, dass in dieses Areal mit dem Blut kein Sauerstoff und auch keine Nährstoffe transportiert werden. Darauf stellen die Nervenzellen in diesem Areal ihre Funktion ein. Wir kriegen Ausfälle der Funktion, wie zum Beispiel eine Lähmung, eine Sehstörung oder Ähnliches. Und bei längerer Blutabmut haben wir dann auch ein Absterben von Zellen. Und dieser Zeitraum ist der Zeitraum, wo wir noch etwas machen können, um die Zellen zu retten und sie am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass zumindest ein Teil der Zellen wieder seine Funktion wahrnehmen kann. Wenn der Funktionsausfall oder die Durchblutung nur sehr vorübergehend ist, dann sprechen wir von einer TIA, einer transitorischen ischämischen Attacke. Das ist Medizinerdeutsch und heißt übersetzt, einer vorübergehenden Durchblutungsstörung im Gehirn.
Das heißt, wir haben vielleicht der Betroffene hat eine Lähmung auf einer Seite für einige Minuten oder auch eine halbe Stunde und die bildet sich dann wieder zurück. Auch das kann schon ein Schlaganfall sein, der aber nur kurz andauert und das Gefäß dann die Durchblutung wieder sicherstellt und die Symptome, ohne dass die Zellen absterben, dann wieder verschwinden. Manchmal sterben auch einige Zellen ab, aber nicht die, die wir wirklich brauchen, um diese Funktion auszuführen. Neben der Mangeldurchblutung gibt es aber auch Schlaganfälle, die mit einer Blutung, also einem Platzen eines Gefäßes in Verbindung gebracht werden können. Und wir sehen das hier auf dem nächsten Slide dargestellt, dass hier das aus der Arterie oder aus dem Gefäß blutet. Und das können wir entweder haben, indem es in das Hirngewebe hineinblutet. Das sehen wir hier auf dieser CT-Darstellung. Und wir sehen hier diesen hellen, weißen, großen Fleck. Das ist alles frisches Blut. Und wir sehen, dass sich das richtig in dieses Gewebe hereingewühlt hat, das Gewebe auseinanderdrückt, weil es natürlich mit Blut aus dem arteriellen System, also hohem Druck, in das Gewebe gedrückt wird. Und diese Blutung verschließt sich erst, wenn der Druck im Gewebe höher ist als der Druck in der Arterie. Deswegen sehen wir, dass hier in der Mitte diese Linie auch zur anderen Seite rübergedrückt wird, weil der Druck einfach so groß wird, dass diese Blutung da Platz hat. Eine andere Art von Blutung ist eine sogenannte Subarachnoidalblutung. Das heißt, das Blutgefäß, was platzt, ist nicht im Gehirngewebe selbst, sondern unterhalb an der Basis vom Gehirn. Und deswegen sehen wir das Blut hier wieder hell dargestellt in dieser CT-Aufnahme in den Räumen, die das Gehirn umgeben, die eigentlich mit dem Nervenwasser gefüllt sind und die eigentlich eher schwarz aussehen müssten, wie hier unten der innere Hirnhohlraum einer der Ventrikel. Das heißt, hier ist das Blut um das Gehirn herum ausgetreten und hat sich verbreitet. Und beide diese Zustände sind sogenannte Blutungen, Hämorrhagien, entweder im Gehirn oder um das Gehirn herum. 20% der Schlaganfälle sind dieser Mechanismus, 80% der Schlaganfälle sind der Mechanismus eines verstopften Blutgefäßes, wie wir es eben zuvor besprochen haben. Schlaganfall ist häufig, hatten wir am Anfang schon gesagt, und ich habe hier einmal die Frankfurter Allgemeine Zeitung für ein Jahr einfach Schlaganfall als Suchsymbol eingegeben. Und wir sehen hier, dass es auch vor berühmten Persönlichkeiten keinen Halt macht. Jeder kann betroffen sein. Und auch hier sehen wir, dass das doch häufig vorkommt. Wenn man einen Schlaganfall erleidet, wie kann man sich davon erholen? Wie ist der Outcome? Was wir wissen ist, dass 30% der Patienten nach Schlaganfall leichte Einschränkungen haben. 25% haben gar keine Einschränkungen. Ich habe erwähnt, dass es auch diese transitorischen, also vorübergehenden Symptome gibt und Attacken gibt, wo überhaupt keine Auffälligkeiten hinterher dann zurückbleiben. Auch mit leichten Einschränkungen kann man relativ gut und vor allen Dingen selbstständig zurechtkommen. Ein weiteres Drittel hat dann mittlere bis schwere Einschränkungen, das heißt schon Einschränkungen im Alltag oder bei schweren Einschränkungen vielleicht Rollstuhlpflichtigkeit, Verlust der Sprache oder Ähnliches, was den Alltag doch schon massivst beeinträchtigt. 15% sterben nach einem Schlaganfall, entweder direkt oder im Verlauf von einigen Wochen anschließend. Das heißt, über die Hälfte der Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, hat keine bis leichte Symptome. Ein Drittel hat mittlere bis schwere Symptome und ein Sechstel ungefähr stirbt. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie erkenne ich denn so einen Schlaganfall? Wenn es jemand, der mit mir ist, nicht gut geht, woran kann ich das festmachen oder sogar bei mir selbst? Also, es gibt verschiedene Symptome, aber alle Symptome haben eine Gemeinsamkeit. Ein plötzliches Auftreten
Und in überwiegenden Fällen ist es schmerzlos. Lediglich bei dieser SAB, bei dieser Blutung um das Gehirn herum, da sind starke Kopfschmerzen, die donnerschlagartig eintreten, mit vergesellschaftet. Aber gerade der Schlaganfall mit der häufigste, wo die Durchblutung gestört ist, eine Mangeldurchblutung, der kommt plötzlich und schmerzlos. Fangen wir an, es können auftreten Sehstörungen. Die Hälfte des Gesichtsfeldes zum Beispiel kann fehlen. Was heißt das? Wenn Sie jetzt hier auf die Mitte, auf dieses Bild gucken, in der Mitte ist so ein kleiner roter Punkt, den halten Sie mal fixiert. Und wenn ich hier weiterklicke, dann ist die Hälfte dieses Bildes plötzlich weg. Das heißt, wenn ich gerade ausgucke, ist eine Hälfte von dem, was ich sehe, plötzlich nicht mehr da. Das fällt einem besonders auf, wenn man vielleicht ein Buch liest oder wenn man durch einen Türrahmen durchgeht und plötzlich mit der Schulter, wo man es nicht sieht, am Türrahmen hängen bleibt oder Ähnlichem. Es kann aber auch zu Doppelbildern kommen. Das habe ich hier mal illustriert. Wenn sich die Bilder verschieben und so ein bisschen schräg oder anders übereinander stehen und Sie sehen hier die Augen dieses Patienten, wo man ganz klar sehen kann, dass das eine Auge nach oben gezogen wird, während das andere Auge gerade ausguckt. Und kein Wunder, dass man dann Doppelbilder hat, wenn man nicht von Geburt an ein angeborenes Schielen hat. Neben den Sehstörungen kann es Lähmungen geben. Die sind halbseitig, betreffen also Gesicht und Arm oder Arm und Bein. Es kann Sprachstörungen geben, wo es zum einen Sprechstörungen geben kann. Das heißt, die Sprache ist verwaschen, aber der oder diejenige kann alles noch genauso sagen und verstehen. Aber es kann auch Sprachstörungen geben, das heißt, dass die Sprache an sich ist gestört, entweder im Sprachverständnis, dann haben wir den Zustand, dass Anweisungen nicht verstanden werden zum Beispiel, oder aber auch in der Sprachproduktion, dass der oder diejenige uns zwar verstehen kann, aber selber sich nicht mehr richtig oder gar nicht ausdrücken kann. Und wir haben natürlich Störungen der Sensibilität, Taubheitsgefühle, Kribbeln, ein Körperteil kommt mir wie fremd vor, daneben greifen, Umstoßen von Dingen, auch das ist oft meist halbseitig und plötzlich auftretend. Und diese Symptome, die können wir in so ein Schema einbinden, was ein Pseudonym hat, einen kurzen Begriff, den wir uns gut merken können, und der ist FAST. FAST ist Englisch und steht für schnell. Und das soll das schnelle Handeln nochmal unterstreichen, was nötig ist. Also F steht für Face oder auch Gesicht. Das sind die Sehstörungen, das kann ein hängender Mundwinkel sein, wenn eine Lähmung vorliegt. A, das steht für den Arm, der mit einer Lähmung betroffen sein kann, einseitig. S steht für die Sprache, es kann zu Sprech- und Sprachstörungen kommen. Und T steht für die Zeit. Erstens, dass es plötzlich auftritt und zweitens vor allen Dingen, dass man jetzt schnell handeln muss, denn Zeit ist Hirn, time is brain. Je schneller wir handeln, desto mehr von dem Gehirn, was jetzt nicht durchblutet ist, kann gerettet werden. Es gibt dann noch einen anderen Ort im Gehirn, wo ein Schlaganfall auftreten kann, der sich mit ganz anderen Symptomen bemerkbar macht. Und das ist ein Schlaganfall, der im Kleinhirn stattfindet, hier auf der Abbildung mit dem roten Pfeil gezeigt. Und hier haben wir oft einen Schwindel, Übelkeit und Erbrechen beim Aufrichten, eine Gangstörung mit Fallneigung oder so einer Tendenz zu einer Seite, sich zu driften, Koordinationsstörung, ein Augenzittern, ein Nystagmus, das ist so eine Augenbewegung, die zur einen Seite schnell und zur anderen Seite langsam geht. Sowas kann auftreten. Manchmal wird das fehldiagnostiziert als Brechdurchfall. Manchmal als gastrointestinaler Infekt auch. Aber das kann auch, gerade wenn es plötzlich auftritt, mal ein Schlaganfall im Kleinhirn sein. Warum sind jetzt die Symptome so spezifisch und diese Halbseitenlähmung? Also halbe Seite, weil das Gehirn in den beiden Großhirnhälften so aufgebaut ist, dass die linke Großhirnhälfte für die rechte Körperseite und die rechte Großhirnhälfte für die linke Körperseite zuständig ist. Und hier haben wir mal ein Beispiel, eine Abbildung vom Gehirn von der Seite. Hier vorne, das ist der Stirnlappen, hier wäre also das Gesicht. Hier haben wir den Schläfenlappen und hier den Hinterhauptslappen.
Und wenn wir uns hier oben diesen Bereich anschauen, das ist der sogenannte Gyrus präzentralis. Hier ist unsere direkte Motorik. Das heißt, die Nervenzellen, die von dort losgehen, die gehen bis runter in die Wirbelsäule, werden dort nochmal umgeschaltet und von dort in den Muskel. Das heißt, wenn wir etwas bewegen wollen, dann hat es den Ursprung hier oben. Und wenn wir uns das im Querschnitt anschauen, dann haben wir hier die Hirnhälfte sozusagen. Und die Verteilung, die wir über diesen Gyrus präzentralis haben, zeigt, dass hier außen das Gesicht ist, dass dann die Hand folgt, der Arm, der Körper und das Bein, was so über die sogenannte Mantelkante, also zwischen die beiden Hirnhälften in den Spalt herunterhängt sozusagen. Hier ist die Repräsentation der Bewegung für das Bein angesiedelt. Also wenn wir nochmal hier auf die Seite gehen, hier haben wir also ungefähr das Gesicht, dann ist hier der Arm und da oben kommt dann Körper und Bein, was dann zwischen die Hirnhälften in den Interhemisphärenspalt sich ausdehnt. Und wenn wir die Farben hier angucken, dann sind das die Versorgungen von den drei großen Blutgefäßen, die die Großhirnhälften versorgen. Das hier ist die mittlere Arterie, das ist die vordere und das blaue ist die hintere Arterie. Und jetzt verstehen Sie auch, warum es diese Zusammenhänge gibt, dass Arm und Gesicht betroffen sind. Denn wenn diese mittlere Arterie betroffen ist, dann ist genau dieser Bereich hier nicht durchblutet und der steuert das Gesicht und den Arm. Den haben wir hier, den Bereich. Während wenn die vordere Arterie betroffen ist, dann wäre eher das Bein betroffen, dieses Areal. Und wenn beide betroffen sind, dass dieses gesamte Areal nicht durchblutet wird, dann wäre natürlich die gesamte Körperhälfte betroffen, vom hängenden Mundwinkel bis zum Ausfall der Motorik im Bein selbst. Was kann ich jetzt tun, wenn jemand bei mir ist und der einen Schlaganfall hat, der plötzlich eine Seite vom Körper oder auch Arm und Gesicht nicht mehr bewegen kann? Wichtig ist selbst erst die Ruhe bewahren, damit man sich nochmal überlegt, was man jetzt wirklich machen sollte. Wenn derjenige zu Boden gestürzt ist, dann wäre es wichtig, ihn in eine stabile Seitenlage zu bringen. Das habe ich hier nochmal aufgelistet, wie das geht. Man legt den oder diejenige auf den Rücken, führt dann einen Arm über den Kopf auf die Wange, winkelt dann ein Bein an und zieht denjenigen auf die Seite, sodass der obere Arm die Hand unter dem Kopf hat zum Aufliegen und dass derjenige stabil auf der Seite liegt, das obere Bein wird nach vorne gezogen, dass derjenige oder diejenige stabil auf der Seite liegt und potenziell auch, wenn das Schlucken gestört ist, Speichel oder Ähnliches nach außen abfließen kann und der oder diejenige sich nicht verschluckt. Natürlich muss ich Prothesen oder Essensreste oder Ähnliches, wenn sich noch so etwas im Mund befindet, entfernen und dann sofort einen Notarzt und die Rettung rufen. Wichtig ist, dass Sie sich die Uhrzeit merken und aufschreiben, wenn es irgendwie geht, aber auf alle Fälle merken, zu welchem Zeitpunkt das aufgetreten ist, denn das wird hinterher ganz entscheidend, wie lange wir das noch mit welcher Behandlung therapieren können. Beengte Kleidungsstücke vielleicht etwas lockern, natürlich den Betroffenen beruhigen, dass man Hilfe holt und sich um sie kümmert. Wenn es zu Hause stattfindet, bitte Medikamente und eine Medikamentenliste für den Notarzt bereitlegen, wenn es geht. Oder wenn der Notarzt und die Sanitäter eingetroffen ist, dann schnell zusammensuchen, damit man im Krankenhaus auch weiß, welche Medikamente der oder die Betroffene einnimmt. Insbesondere, wenn der oder die Betroffene nicht in der Lage ist, das selber zu berichten. Und wenn es die Zeit noch erlaubt, eine kleine Reisetasche mit den Dingen, die man im Krankenhausaufenthalt benötigt. Aber wichtig ist nochmal, Schlaganfall ist ein Notfall und jede Minute zählt. Das ist wichtig. Und jetzt sage ich Ihnen auch, warum jede Minute zählt. Denn wir behandeln die Patienten nach einem ganz speziellen Schema, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Da gibt es die Stroke Units, die überall aufgebaut wurden und die ganz klar gezeigt haben, dass wenn wir in einem ganz bestimmten Pfad im Krankenhaus den Schlaganfall behandeln, dass das viel, viel besser wird im Outcome, als wenn das nicht auf so einem Pfad behandelt wird.
Eine Stroke Unit ist ein neurologisches Kompetenzzentrum, was von der Akutbehandlung, was sich um die Akutbehandlung des Schlaganfalls kümmert, von der Einlieferung und den akuten Behandlungsschritten bis hin zur direkten Einleitung von Physio- und Ergotherapie, also von Rehabilitation und auch der Diagnostik, warum es zu diesem Schlaganfall kam. Und jetzt zeige ich Ihnen hier ein Bild von einer verstopften Arterie. Man sieht hier in diesem MRT, hier vorne ist das Gesicht, das wäre die linke Seite, das wäre die rechte Seite. Und man sieht hier diese schwarze Struktur, das ist ein Blutgerinnsel, was in der Arterie steckt, die hier langläuft. Wir sehen auf der Gegenseite hier das Blutgefäß dargestellt, ohne solch einen Blutgerinnsel, solch einen Thrombus. Und dieses Blutgerinnsel verstopft jetzt diese mittlere Hirnarterie, das hatten wir eben gesehen, und der oder die Patientin hat einen hängenden Mundwinkel und eine Lähmung im Arm als Ausdruck dieser Minderversorgung des Gehirns. Und zusätzlich, weil es auf der linken Seite ist, auch eine Sprachstörung, weil links in der Regel auch das Sprachzentrum ist. Und jetzt ist die Frage, warum müssen wir schnell den Patienten ins Krankenhaus bekommen? Und das zeigt diese Grafik aus einer Studie, die ich Ihnen mitgebracht habe. Hier unten ist die 1,0. Das ist sozusagen das Outcome, wenn wir gar nichts machen beim Schlaganfall. Und je früher wir anfangen, zum Beispiel hier ein Medikament zu geben, was solch ein Blutgerinnsel, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, auflöst, umso höher ist die Chance, dass wir es aufgelöst kriegen und dass das Outcome viel besser ist hinterher, als wenn wir nichts gemacht hätten, was hier unten die blaue Linie ist. Also alles, was drüber ist, ist ein besseres Outcome, eine bessere Erholung von dem Schlaganfall, als wenn wir gar nichts machen. Und dieses ist nach 1,5 Stunden, nach 3 Stunden, nach 4,5 Stunden. Und Sie sehen, hier kommen wir schon näher und langsam an diese blaue Linie dran. Und zu irgendeinem Zeitpunkt ist dann das Verhältnis von potenzieller Verbesserung durch die Therapie zu den potenziellen Komplikationen. Ich löse hier ein Blutgerinnsel auf, das heißt, ich verdünne das Blut. Als Kehrseite der Medaille kann ich damit auch eine Blutung hervorrufen. Und irgendwo stimmt dieses Gleichgewicht der Verbesserung gegenüber dem Risiko nicht mehr. Und das ist genau hier nach 4,5 Stunden der Fall. Das heißt, ab dann sind wir zurückhaltend und machen diese Lysetherapie nur noch in Ausnahmefällen, die ganz bestimmte Konstellationen haben. Das heißt aber nicht, dass man 4,5 Stunden Zeit hat, sondern man sieht hier ganz klar, je früher ich was unternehme, desto mehr Chancen habe ich, diesen Schlaganfall vielleicht doch nochmal zurückdrehen zu können. Und wenn dieses Blutgerinnsel wirklich durch die Therapie aufgeht, dann ist das anschließend tatsächlich so, dass diese Halbseitenlähmung sich wieder zurückbilden kann. Also schnell handeln, Schlaganfall ist ein Notfall, Zeit ist gleich Gehirn. Je schneller wir handeln, desto besser. Neben dem medikamentösen Auflösen dieses Blutgerinnsels gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass man das Blutgerinnsel mit einer Angiografie, mit einem Katheter, wirklich aus diesem Blutgefäß herauszieht. Das ist sozusagen ein Rohrputzen, ein verstopftes Rohr. Man geht dort rein, holt dieses Blutgerinnsel, zieht es raus und dann ist das Rohr wieder frei. Dieser Katheter wird über die Leiste eingeführt und bis in die Arterien im Gehirn vorgeschoben. Und dann gibt es so ganz spezielle, das zeige ich Ihnen gleich, kleine Devices nennen wir das, also Ansätze für die Katheter, die sich in dieses Blutgerinnsel reinwühlen sozusagen, sodass man es damit rausziehen kann. Hier sehen wir so etwas, das ist wie so ein Drahtkorb und da steckt so ein Blutgerinnsel drin. Das wurde hier also reingeführt und dann da oben rausgezogen. Wir sehen das hier am Anfang, wir sehen hier die Blutgefäße in der Angiografie dargestellt und wir sehen hier an dieser Stelle bricht das Blutgefäß ab und dahinter haben wir gar keine Blutgefäße mehr, die sich zeigen. Hier sehen wir schon, dass so ein Mikrokatheter da durchführt. Das ist hier dieser weiße, helle Strich, das ist der Katheter. Der liegt schon durch dieses Blutgerinnsel durch in der Arterie, wo kein Blut mehr fließt im Moment. Und wenn wir das rausgezogen haben, dann sehen wir, dass sich diese Arterie wieder mit Blut füllt. Und wir sehen ganz viele Blutgefäße hier auf der Seite, die vorher einfach nicht da waren, weil sie nicht durchblutet waren. Und so können wir dieses Hirngewebe
dann größtenteils retten, wenn es denn früh genug erfolgt und die Nervenzellen in diesem Bereich noch nicht abgestorben sind. Und hier haben wir mal das Outcome in einer Studie aufgeführt. Das in dem roten Balken sind unsere Ergebnisse, die wir hier im Neuromed Campus erreicht haben über mehrere Jahre. Und die Ergebnisse daneben sind Studien, die mit dieser Therapie, dieser Thrombektomie, also das Rausziehen von diesem Thrombus gemacht wurden. Und wir sehen, dass wir da eigentlich fast identische Ergebnisse haben, insbesondere mit den Studien, die den normalen Bedingungen am ähnlichsten sind. Manche Studien schließen bestimmte schwerkranke Patienten aus oder konzentrieren sich nur auf ganz bestimmte Gruppen von Patienten, aber in unserem täglichen Schlaganfall-Behandlungsalltag würden wir natürlich solche Unterscheidungen nicht treffen, sondern ein Schlaganfall gehört behandelt und hier kommen alle rein, wo wir eine Chance sehen, dass wir den Schlaganfall mit solchen Therapien verbessern können. Dies ist nochmal das oberösterreichische Schlaganfallnetzwerk. Sie sehen hier in Linz gibt es 3 Zentren. Da gibt es die Barmherzigen Brüder, da gibt es den Medcampus hier bei uns in der Uniklinik und zusätzlich den Neuromed Campus. Und hier am Neuromed Campus wird für alle, sowohl für die Linzer als auch für die umgegenden Zentren, diese Thrombektomie, also das Rausziehen des Blutgerinnsels mit dem Katheter durchgeführt, wenn es denn notwendig ist. Das heißt, wir haben viele Patienten, die auch von Vöcklabruck, Ried, Steyr oder anderen Krankenhäusern zu uns gebracht werden, damit hier diese Therapie rasch durchgeführt werden kann. Hier sehen Sie das Ganze nochmal verteilt auf Österreich. Die kleinen Boxen hier sind alles die Stroke Units, da gibt es in Österreich 33 von und das ist vorbildliche Struktur auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Also wir können froh sein, in Österreich ist die Schlaganfallversorgung extrem gut aufgestellt und in Rot haben Sie die Zentren, die auch diese Thrombektomien durchführen. Und das größte Zentrum für Thrombektomien ist tatsächlich hier bei uns am Neuromed Campus in Oberösterreich, was die Zahlen der Eingriffe pro Jahr angeht. Und wir führen ungefähr 200 bis 250 solche Eingriffe im Jahr bei uns durch. Ein kleiner Exkurs aufgrund der Gegebenheit, dass wir das heute auch nicht zusammen in einem Vortragssaal erleben, sondern als Webcast im Internet, Schlaganfall und Corona. Hier gibt es zu bedenken, dass es zwei Dinge gibt, die wichtig sind und die sich in den letzten Monaten herauskristallisiert haben. Schlaganfallbehandlung muss wie immer ablaufen. Schlaganfall ist ein Notfall und der gehört in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Selbst wenn die Symptome nach 15 Minuten wieder weg sind und man sich wieder gut fühlt. Warum, sage ich Ihnen gleich. Wir sehen aber auch, dass Corona-erkrankte Covid-19-Patienten doch in einer nicht unerheblichen Anzahl, nämlich 6%, einen Schlaganfall im Rahmen der Erkrankung erleiden. Wir haben im Krankenhaus ein System aufgebaut, das wir relativ rasch erkennen, wenn Patienten, die eine Infektion haben, Fieber oder sonstige Symptome für die Corona-Erkrankung bieten, rasch einen anderen Pfad kommen und anders behandelt werden, sodass die Ansteckungsgefahr für alle anderen Patienten so weit wie möglich minimiert wird. Und deswegen können wir sagen, dass wir kein erhöhtes relatives Risiko für eine solche Infektion im Krankenhaus haben. Generell haben wir, aber das gilt nicht nur für das Krankenhaus, das ist drinnen wie draußen, natürlich ein erhöhtes Risiko für Corona, weil das im Moment in der Zeit so ist. Wir haben eine Patientengruppe beim Schlaganfall, die überlappende Symptome, die überlappende Vorerkrankungen hat, die das zusätzlich hervorrufen können, nämlich Bluthochdruck, Rauchen und Diabetes. All diese Dinge sind Risikofaktoren für Schlaganfall, sind aber auch Faktoren, die ein höheres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung haben. Aber, und das ist ganz wichtig, Nichtbehandlung von Schlaganfällen, insbesondere auch diesen vorübergehenden transitorisch-ischämischen Attacken oder kleinen Schlaganfällen, führt dazu, dass ein erhöhtes Schlaganfallrisiko vorliegt.
Warum? Das zeige ich Ihnen auf dieser Grafik hier an dieser Seite. Das sind Patienten, die erstmalig einen Schlaganfall haben und das Risiko, einen erneuten Schlaganfall danach zu erleiden. Und das hier unten sind die Monate nach dem Schlaganfall. Und Sie sehen, dass bereits in den ersten 4 Wochen bis 3 Monaten das größte Risiko ist, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Jetzt kann man hier sagen, 5-6% kriegen noch einen Schlaganfall. Das ist ja nicht so viel. Aber die sind zu 80%, also die überwiegende Mehrheit dieser Patienten, ist innerhalb von 24 Stunden schon behandelt worden und hat schon ein Medikament bekommen, was einen erneuten Schlaganfall verhindern soll. Und wir haben frühere Studien, die zeigen, dass wenn wir das nicht sofort so machen, das Risiko bis zu 20% ist, in den ersten 3 Monaten einen weiteren Schlaganfall zu bekommen. Das heißt, einer von 5, die so etwas haben, bekommt innerhalb von 3 Monaten einen weiteren Schlaganfall. Und es kann gut sein, dass es am Anfang so eine TIA war und dass der nächste dann ein großer, voller Schlaganfall ist, der eine bleibende Halbseitenlähmung hervorruft. Und der hätte vielleicht verhindert werden können, wenn man frühzeitig Medikamente gegeben hätte, die das Risiko senken. Deswegen ist es so wichtig, bei jedem Schlaganfall das sehr, sehr ernst zu nehmen und sofort ins Krankenhaus zu kommen, damit dies angeschaut und entsprechend behandelt werden kann. Das führt mich über in diesen zweiten Abschnitt, den wir haben, die Sekundärprophylaxe. Was kann ich tun, um einen Schlaganfall zu verhindern? Und ich zeige Ihnen das hier mal im Einzelnen. Also die Faktoren, die ich beeinflussen kann, ist Übergewicht und Bewegungsmangel, Rauchen, der Bluthochdruck und die Fettstoffwechselstörung. Alle diese Störungen sind etwas, was ich selbst beeinflussen kann, entweder indem ich mein Verhalten ändere, Rauchen einstelle, Essensverhalten ändere, mehr Bewegung mache und, wo das nicht ausreicht, auch medikamentös das nachhelfe. Medikamentös kann ich auch Vorhofflimmern behandeln. Das ist ein unregelmäßiger Herzschlag, der vielleicht auch nur zwischenzeitlich einsetzt, ohne dass ich merke, dass sich der Herzrhythmus wirklich ändert. Und all diese Sachen, wenn ich die behandle, dann habe ich ein 80% reduziertes Risiko, erneut einen Schlaganfall zu bekommen. Also 4 von 5 Patienten, die ich wirklich gut behandle, kriegen keinen weiteren Schlaganfall, hätten aber einen bekommen, wenn ich das nicht behandeln würde. Das heißt, hier können wir wirklich das Outcome ändern. Wichtig ist, dass dies langfristig beibehalten wird. Es reicht nicht, wenn ich für 1 oder 2 Monate den Bluthochdruck behandle oder das Rauchen einstelle oder den Fettstoffwechselstörung, sondern dies sind Dinge, die ich kontinuierlich machen muss, inklusive der Tabletteneinnahme. Ein weiteres Risiko ist Diabetes. Auch hier ist es wichtig, die Blutzuckererkrankung gut einzustellen. Faktoren, wo wir wenig Einfluss drauf haben oder eigentlich keinen Einfluss drauf haben, ist das Alter. Und Risikopatienten sind 60 und höher. Und die genetische Voraussetzung. Sehen wir, dass manchmal in der Familie schon Herzinfarkte und Schlaganfälle vorkommen, dann sollten wir besonders vorsichtig sein und wenn es wirklich häufig ist, vielleicht auch bevor ein Schlaganfall aufgetreten ist, schon einmal zum Neurologen gehen und sich durchchecken lassen, ob ein erhöhtes Risiko besteht. So, also hier für diese Sachen müssen wir den inneren Schweinehund besiegen. Den habe ich hier mal abgebildet. Das heißt, bewegen, bewegen, bewegen und beim Essen darauf achten, was wir essen und wie viel wir essen. Hierfür haben wir Medikamente und die gilt es wirklich regelmäßig einzunehmen. Auch die Bewegung und das Essensverhalten kann sich hier schon positiv auswirken, reicht aber meistens nicht alleine aus. Und die anderen, wie gesagt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Die sind einfach gegebene Dinge. Also, nach einem Schlaganfall ist vor dem nächsten Schlaganfall. Das heißt, wir müssen gucken, dass der Blutdruck gut eingestellt wird. Der soll der obere Wert 140 sein oder darunter. Und der untere Wert soll 90 sein oder darunter. Das Cholesterin soll reduziert werden und das Cholesterin und der Cholesterinsenker soll auch genommen werden, wenn das Cholesterin gar nicht erhöht ist. Was wir aber erreichen müssen, ist, dass dieses LDL-Cholesterin kleiner 70 wird.
Und das ist häufig nicht der Fall, sodass die allermeisten Patienten solch ein cholesterinsenkendes Medikament brauchen. Und je tiefer dieser Cholesterinspiegel sinkt, desto geringer ist wirklich das Risiko, nochmal einen Schlaganfall zu erreichen. Es lohnt sich hier wirklich, auch die Medikation zu erhöhen, wenn ich diesen Spiegel von 70 noch nicht erreicht habe, und wirklich dahinter zu sein, dass das dauerhaft niedrig ist. Die Blutverdünnung ist ganz wichtig, entweder mit einem Thromboass oder Clopidogrel oder sogar, wenn so ein Vorhofflimmern vorliegt, mit einer Antikoagulation, mit einem noch stärker blutverdünnenden Medikament. Auch das ist ganz wichtig, regelmäßig einzunehmen. Und auch da muss man sich gut überlegen, wie hoch das Risiko und der Nutzen ist, wenn ich das einmal für irgendeinen medizinischen Eingriff pausieren muss. Das müssen Sie dann entsprechend mit dem oder der betreuenden Ärztin besprechen, ob das wirklich sein muss, diese Blutverdünnung zu unterbrechen. Und wir sollten natürlich auch mit der Ultraschalluntersuchung der Neurosono die Gefäßverkalkungen, wenn sie denn vorhanden sind und tatsächlich den Blutfluss beeinträchtigen, kontrollieren. Denn manche Dinge kann man entweder mit einer Operation oder einem Stent, wenn sich das Blutgefäß immer weiter verengt, vorbeugend behandeln. Jetzt für die letzten paar Minuten noch ein kleiner Ausflug in die Neurorehabilitation. Also ein Schlaganfall hat stattgefunden, eine Beeinträchtigung, zum Beispiel eine Halbseitenlähmung ist da. Was kann ich tun? Die Neurorehabilitation hat drei große Areale, was sie eigentlich erreichen will. Das eine ist die Restitution, die Wiederherstellung der Funktion. Das zweite ist die Substitution. Das heißt, ich möchte eine Funktion mit etwas anderem ersetzen, wenn ich das nicht wiederherstellen kann. Und das dritte ist die Kompensation. Das heißt, ich will einen bestimmten Ausfall kompensieren. Alles Restitution, Substitution und Kompensation, damit die Möglichkeit der Bewegung oder der Tätigkeiten im täglichen Leben wieder gegeben ist. Und wir sehen hier aus einer Analyse, die ganz viele verschiedene Ansätze der Rehabilitation untersucht hat, dass es eigentlich diese vier Ansätze gibt, die am meisten versprechend sind. Hier haben wir diese Linie, das was auf der rechten Seite der Linie ist und diesen Balken, der zwischen die Linie nicht berührt, das sind die signifikantesten, also die besten Verfahren für so eine Rehabilitation. Da sehen wir das Biofeedback-Verfahren, Mental Practice und Robotics tatsächlich einen ganz hohen Einfluss haben für die Wirksamkeit der Maßnahmen der Neurorehabilitation. Also, was rehabilitieren wir? Das Gehirn, denn da haben wir den Ausfall. Da hat der Schlaganfall ein gewisses Areal betroffen und ausgeschaltet. Und jetzt wollen wir irgendwie die Funktion wiederherstellen. Was wir wissen vom Gehirn ist, die Nervenzellen, die einmal kaputt gegangen sind, die werden nicht nachwachsen. Wenn wir uns in die Haut schneiden, dann wächst das irgendwann wieder zu und wir sehen es hinterher nicht. Im Gehirn bleibt eine Narbe bestehen und die wächst nicht mehr zu. Das heißt, wir müssen mit dem verbliebenen Nervenzellen im Gehirn möglichst das erreichen, wiederherzustellen, was man vorher gekonnt hat. Wir haben 86 Milliarden Neurone. Ein Teil davon geht im Schlaganfall unter. Wir haben 100 Billionen Synapsen. Synapsen sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und das ist etwas, was sich jederzeit im Leben auch wieder neu bilden kann. Wenn wir bestimmte Dinge machen, dann richtet sich das Gehirn darauf aus, das nennen wir Plastizität, und verknüpft die Nervenzellen dementsprechend, dass wir das besonders gut können. Das nennen wir Übung oder Lerneffekt. Und auch das wollen wir hier nutzen, denn jedes Neuron, jede Nervenzelle im Gehirn ist mit 1000 anderen verbunden. Und je besser wir diese Verknüpfung machen, umso besser können wir unsere Tätigkeiten ausführen, nicht nur im Gesunden, sondern natürlich auch nach einem Schlaganfall. Plastizität, das ist die Verbindung zwischen den Nervenzellen zu einer anderen. Das ist das, was wir fördern wollen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, was Plastizität heißt. Also, hier sehen Sie eine Straßenkarte, wie man von Linz nach Steyr kommt. Und Sie sehen, dass es da schon vorgegeben verschiedene Routen gibt. Das heißt, es gibt nicht nur eine Strecke, wie ich dahin komme, es gibt verschiedene. Aber ich weiß, dass eine die schnellste ist
und die würde ich wahrscheinlich nehmen. Wenn wir uns das aber genauer angucken, gibt es vielleicht eine Unterbrechung, sag mal eine Baustelle oder ein Loch in der Straße. Und dann können wir diese Straße nicht nehmen. Das heißt, wir müssen schon eine andere Route nehmen, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn dieses Loch oder diese Baustelle aber an einer anderen Stelle liegt, dann kann es etwas schwieriger sein, dahin zu kommen, weil es mehrere Pfade betrifft, die uns eigentlich nach Steyr führen würden. Nichtsdestotrotz, mit etwas Aufwand können wir wahrscheinlich doch wieder einen Weg finden, um dann in Steyr anzukommen. Wenn wir ganz großes Pech haben, ist aber die Baustelle oder das Loch in der Straße so angelegt, dass es einen ganz großen Bereich betrifft und dass wir so richtig nach Steyr nicht mehr hinkommen, sondern dass wir es vielleicht noch schaffen, nach Sierning zu kommen. Das ist nah dran, aber halt nicht richtig dort. Und ich glaube, das illustriert, was wir mit Neurorehabilitation erreichen können. In einigen Patienten können wir sehr wohl die volle Funktionalität wiederherstellen oder in einigen Teilbereichen die volle Funktionalität wiederherstellen. In anderen Patienten ist es aber so, dass wir realistischerweise eine Besserung hervorrufen können, aber dass wir den Normalzustand nicht wieder erreichen können. Und das ist hier stellvertretend gemeint, wenn ich sage, wir kommen noch nach Sierning, aber nach Steyr werden wir es nicht mehr schaffen. Und jetzt möchte ich einen ganz bestimmten Aspekt der Neurorehabilitation anführen, und das sind diese Brain-Machine-Interfaces. Also, was heißt Brain-Machine-Interface? Das heißt, wir haben hier oben ein EEG und im EEG, was hier oben in dieser Haube abgeleitet wird, kann man erkennen, wenn man sich eine Bewegung vorstellt. Wenn ich also jetzt anfange, mir diese Bewegung vorzustellen, also so eine Bewegung, aber nicht ausführen, sondern nur vorstellen, ist gar nicht so einfach, dann kann das EEG das erkennen und hier in diesem Versuch hat ein Roboter dann die Bewegung mit der Hand entsprechend durchgeführt, wenn das EEG das erkannt hat. Und wir sehen hier oben, da ist es nicht erkannt worden und hier unten ist es erkannt und dann wird die Bewegung mit dem Roboter durchgeführt. Und wenn man das macht bei Patienten, zum Beispiel mit einem Schlaganfall, dann kann man tatsächlich sehen, und das ist eine Studie mit der sogenannten funktionellen Kernspintomographie. Das ist eine Technik, mit der wir dem Gehirn beim Denken, beim Arbeiten zugucken können. Und hier oben sehen wir die Aktivierung, die diese Vorstellung der Bewegung macht vor dieser Therapie. Und das sind viele Zyklen, die da durchgeführt werden. Und wir sehen, dass es eigentlich auf beiden Hirnhälften leuchtet, obwohl wir nur auf einer Seite das Ganze üben. Und hinterher sehen wir, dass wenn die Seite angesprochen wird zum Üben, dass es ganz klar ist, dass es hier nur auf der linken Seite des Gehirns stattfindet, weil die rechte die ist, an der geübt wird. Also, was wir gesehen haben, ist, dass wir selbst in der funktionellen Kernspintomographie nachweisen können, diese Plastizität, dass sich die Hirnzellen darauf konzentrieren, wirklich diese Arbeit zu vollbringen und sich darauf auszurichten und dass hier der Blut- und Sauerstoffverbrauch ganz konzentriert dann in diese Gegend gelenkt wird, wo diese Nervenzellen diese Aktivität machen. Und wir sehen hier auch den Unterschied mit diesem Sternchen. Das heißt, hier ist ein signifikanter Unterschied, dass es besser geworden ist durch die Therapie. Und hier drüben sehen wir eine sogenannte Shem-Stimulation. Das heißt, da hat der Roboter die Bewegung einfach durchgeführt, obwohl wir es uns gar nicht richtig vorgestellt haben. Also irgendwann zufällig die Bewegung durchgeführt, unabhängig davon, ob das EEG irgendwas gesehen hat. Und wir sehen, hier bleibt dieser Effekt aus. Der ist nicht da. Hier ist es sogar so, dass das Kästchen in die andere Richtung dreht. Das heißt, da ist es eher schlechter geworden. Und diese Technik ist jetzt umgesetzt worden in etwas, was in der klinischen Praxis Anwendung findet. Hier sehen wir das. Also die Vorstellung, die Bewegung so hoch zu sich vorzustellen, führt zu diesem EEG-Signal im Gehirn. Das wiederum wird vom Computer übersetzt in die Aktion, was hier nicht ein Roboter, sondern eine sogenannte funktionelle Elektrostimulation. Da klebt man so zwei Elektroden auf den Muskel am Arm und wenn da Strom durchgeht, dann merkt man es natürlich kribbeln, aber vor allen Dingen sieht man auch, dass sich diese Bewegung ausführt
Und das sieht man sowohl auf dem Monitor als auch an der Hand. Und das gibt dann das Feedback zu uns, dass da genau das stattfindet, was eigentlich stattfinden sollte, wenn ich mir diese Bewegung vorstelle. Und was wir dadurch sehen ist, und hier habe ich mal eine Studie von der Firma G-Tech, die nämlich in Schiedelberg bei Steyr sitzen und das entwickelt haben, aufgeführt. Und hier sehen wir auf der rechten Seite die ganzen verschiedenen Skalen, die gemacht wurden, um den Outcome dieser Patienten zu messen. Und hier sehen wir jeden einzelnen Patienten aufgeführt. Und das Ergebnis dieser ganzen Skalen ist zusammengezogen und zwischen vorher und nachher verglichen. Und alles, was grün ist und nach oben zeigt, ist ein Befund der Verbesserung. Und alles, was nach unten zeigt, ist ein Befund der Verschlechterung. Und wir sehen, von diesen Patienten haben sich zwei nur leicht verschlechtert oder kaum verbessert und die anderen haben sich alle verbessert. Und das ist die Effizienz dieser Methode, die nicht nur diese Bewegung trainiert, sondern die wirklich das Gangbild verbessert, die Spastik lockert, Schmerzen zum Teil reduziert und auch das sensorische Empfinden positiv beeinflussen kann. Und wir haben inzwischen diese Technik auch bei mir in der Ordination am Taubenmarkt und wir haben inzwischen über 45 Patienten im letzten Jahr behandelt und können das unterstreichen, dass wir bei den allermeisten Patienten eine Verbesserung sehen. Und was ganz besonders ist, worauf ich hinweisen will, diese Art der Rehabilitation ist eigentlich eine Spätrehabilitation, weil in der Regel führen wir das viele Monate, also ungefähr ein Jahr nach dem Schlaganfall durch. Und wir hatten sogar einen Patienten oder mehrere Patienten, die mehrere Jahre nach dem Schlaganfall war, einer 14 Jahre nach dem Schlaganfall. Und auch bei diesem Patienten konnten wir erreichen, dass er beim Gehen jetzt keinen Stock mehr benutzen muss. Also eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität durch diese Rehabilitation noch viele, viele Jahre nach dem Schlaganfall. Also zusammenfassend über diese Brain-Computer-Interface-Therapie beim Schlaganfall ist stimuliert die Neuroplastizität, die Verbindung dieser Nervenzellen miteinander wieder. Es setzt im Gehirn an und nicht nur beim Üben der Extremität, was natürlich auch wichtig ist. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie muss natürlich weitergemacht werden und das Ganze ergänzt es. Die BCI kann Schmerzen und Spastik reduzieren, das Gangbild verbessern und auch die Tiefensensibilität verbessern. Und es trainiert auch die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere die Konzentration. Also, was kann ich tun? Im Akutstadion Fast-Schema. Ich erkenne einen Schlaganfall. Plötzlich auftreten, meist schmerzlos. Face, Arm, Speech, also Arm, Gesicht, Gesicht, Arm, Sprache und die Zeit. Schlaganfall ein Notfall, Time oder Zeit ist Gehirn. Wir müssen dann uns überlegen, dass es eine Rezidivprophylaxe gibt, regelmäßige Bewegungen, aufhören zu rauchen, Tabletten regelmäßig einnehmen, alle 6 Monate Blutkontrolle mit diesem LDL-Cholesterin, Blutzucker, Schilddrüsenhormone und natürlich Blutdruckkontrollen. Und ich empfehle immer, 3-mal täglich für 3 Tage im Monat messen. Wenn das dann passt, dann kann man für den Rest des Monats auch auf das Messen verzichten. Wenn es nicht passt, muss man entsprechend den Arzt konsultieren und die Blutdruckeinstellung optimieren. Und bei der Rehabilitation neben der regelmäßigen, und das ist ganz wichtig, regelmäßige Physio-Ergo-Logopädie, wenn es nötig ist, haben wir jetzt auch neue Ansätze mit der Recoverix-Therapie, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.